Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Wildflowers. Wir haben heute ja die Aufgabe, die ich mir zumindest vorgenommen habe, hier mit der stacheligen Angelegenheit. Und würde sagen, wir gehen da auch direkt mal zu ihr. Und? Are the potions ready? Yes. Yes, here they are. Wonderful. I'll take one now. Give the rest out to each member of the coven. Okay. Gib jedem Mitglied des Hexenzirkels einen Warblicktrank. Here you go. Thanks, new witch. This smells great. I'll mix it up with some of my own stock when I get back to the bar. Here you go, Adept. Appreciated. Plants certainly can be powerful, no? I always thought so, just maybe not so literally. Here you go, herbalist. Thanks! I can get used to this new title. Da wirst du dich schon dran gewöhnen. So, und noch unserem Wahrsager. Thanks. For what? The potion, of course. I haven't given it to you yet. Never mind. Here you go, Farseer. Okay. I've handed out the potions to everyone. Well then, all that is left is to drink your own. Ugh, tastes like grass. If you want to quibble over taste, speak to the journeyman next time. Thank you for all your help. I've been saving these for an emergency, but your propensity for trouble suggests you could use an emergency supply too. Dawn, dusk, morning, night. Hide this place from plainer sight. Oder eine stachelige Angelegenheit, Aufgabe abgeschlossen, Belohnung erhältst du 3x Saphir. Cool. Jetzt ist quasi dieser Ort verborgen für alle anderen. Okay. So, was muss ich jetzt tun? Schauen wir mal. Also ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal in die Haya. Und knacken bis zum nächsten Tag. Wir schauen aber vorher noch mal ganz kurz runter in den Keller. Mir ist die Musik noch nie so intensiv aufgefallen wie jetzt gerade im Moment. So, in der da drin war ich schon in der Werkstatt. So, schauen wir mal. Silberessenz ist fertig. Dann können wir über Nacht auf jeden Fall noch mal eine Silberessenz herstellen. Und das würde ich dann quasi an allen machen. Weil die brauchen 8 Stunden und wenn ich in der Früh aufwache, dann sind die nämlich fertig. So, was haben wir hier? Wir haben hier diesen Dingsbumstrank. Wunderwuchs. Für was war die Geisterflamme? Achso, okay, Schwebetrank, Glaskugeltrank. Ja, machen wir Glaskugeltrank. Da brauchen wir noch einige. 10 Stück habe ich sogar noch, okay. So. Gut. Dann einmal ab ins Bett. Should I go to bed? Ja. Wochenend und Sonnenschein. So. Einmal runter. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt halt die Kupferessenz wieder, weil die braucht man doch sehr häufig. Genau, dann habe ich 14, dann habe ich 17 Stück.
nicht mehr. So. Damit ist das erledigt. Und schauen wir mal, ob es Honig gibt. Oh ja, gibt es. Äpfel gibt es auch und Limetten auch. Cool. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie viel der Holzfällerbot hat. Bin ich mal gespannt. Der hat den ganzen Tag gehabt, den Vortag. 67 Hölzer sammelt er am Tag. Nice. Also ich habe jetzt schon 429. Also im Grunde wäre das auch egal, wenn ich die Bäume stehen lasse. Aber irgendwie verdecken die immer meine Sicht, habe ich das Gefühl. Das natürlich jetzt nicht, aber wenn die groß sind. So, dann holen wir das da noch. So, dann müssten die Kürbisse fertig sein. Jawohl. So, was machen wir denn? Tue ich nochmal Blumen rein? Ich könnte Fenchel auch reintun, ne? Oder Sojabohnensamen könnte ich reintun. Ja, tue ich die rein. Brauchen 7 Tage, brauchen die. Ja, nochmal. Was bringt denn der Trank? Der normale Wunderwuchstrank oder der... Probieren wir mal den Ultra-Wunderwuchstrank. Also 7 Tage normalerweise, ne? Dann schauen wir mal, wie lange es jetzt halt braucht. Nur noch 3 Tage, wow. Über die Hälfte im Grunde dann. Nice. So, die Trauben sind fertig, oder wie? Hey, cool. Upsa. Sorry. Ich wollte eigentlich erstmal sammeln. So. Da machen wir dann auch alles mit Sojabohnen. Weil die Kürbisse, die werden jetzt ja dann auch bald fertig sein. Wie lange braucht ihr noch? 2 Tage. Genau. Wunderbar. Aber die Blumen werde ich auch noch mal anpflanzen. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn ich die dann auch noch in Vorrat habe. So, den da noch. Aber bis jetzt hat noch keiner irgendwas gesagt wegen den Bots, ne? So, und die letzten. Gott, und damit haben wir 10-mal die Sojabohnen eingepflanzt. Wunderbar. Dann können wir also unser eigenes Sojazeug machen. Jetzt warte mal, was hast denn du? Warum bist denn du da? Bist du leer? Hui. Ne, er hat eigentlich noch, ne? Ansonsten würde irgendwas dastehen, von wegen, dass kein Saft mehr ist. So, dann einmal wieder nach oben. Oh, Anglerbot, was hast du? Ey, Wahnsinn, wie viel Fische der rausholt. Heftig, ehrlich. Aber er hat jetzt keine Köder mehr, ne? Okay. Ja, ich muss dir Köder holen. Dann kann ich ja gleich 1000 kaufen. Einmal, zweimal, jawohl, so kürze ich das. Schauen wir mal, ob wir ein Rezept wieder finden. Es fehlen ja noch so einige. Syrniki, russisches Quarkpfannkuchen. Russischer Quarkpfannkuchen, gut. Kenne ich auch nicht. Is it? Hey, cool. Han Chai, das schaut gut aus.
So, hier haben wir nix. Da ist nichts. Schauen wir mal kurz beim Otto vorbei. I was very surprised when I heard Marty had decided to challenge me. And after I fixed up that ranch for him. Who fixed up the ranch? Some people are just determined to bite the hand that feeds them. Also ich weiß nicht, Otto, ob ich dir meine Stimme gebe. Gut. Dann wieder runter am Strand. Schauen wir mal, was wir finden. Vielleicht Seetang. Obwohl, ich vermute, dass heute mal eine große Muschel da liegt. Da ist nichts. Blaubeeren. Auf jeden Fall gut für blaue Farbe, ne? Oder klar, zum Kochen natürlich auch. Aber ich bräuchte blaue Farbe. Na ja, gut, da habe ich mir aber auch schon einen Vorrat hergestellt. Seetang. Das erste, was ich gesagt habe. Kokosnuss, okay. Und ansonsten nichts. Ne, ich laufe trotzdem noch da vorne. Nichts, okay. Dann geht's einmal zurück, dann schauen wir mal, ob wir diesen Kuchen da machen können. Oh. Ach so, du brauchst Köder. Was ist mit dir? Na gut, du bist fertig, ne? Das ist der Forsti. Ja. Okay, und Steini, der ist halt noch irgendwo in der Mine unterwegs. So. Kuchen. So. Schauen wir mal hier. Nochmal hier drauf. Ah, naja, gut, da musst du noch warten. Sorry. Rache ist süß. Sally möchte mit einem Trick-Kürbiskuchen die Wahldebatte auflockern. Backe zuerst den Kuchen und gib ihn dann zu den anderen Zutaten für den Trank in den Kessel. Okay, Moment. Dann backen wir mal den Kürbiskuchen. Da. Kürbiskuchen. Okay, was könnte ich noch nehmen? Ach so, Sojamilch. Wie viel habe ich da? 22. Ich nehme die normale Milch. Machen wir gleich mehr? Nee, einer reicht. So, da unten ist jetzt allerdings gerade alles am Köcheln. Ne? Da kann ich jetzt gar nichts machen. Weil die brauchen ja 10 Stunden. Von daher können wir einmal noch hier hinter. Schauen wir mal hier. Okay, er braucht die, deswegen stelle ich die auch her. Und sie braucht die Kerzen, alles klar. Dann gebe ich ihr halt mal die Kerzen. So, so, so. Und ich kaufe dich ja eh noch leer. Bitte? Bin mal gespannt, für irgendwas werde ich das Rosenwasser ja mit Sicherheit brauchen. Gut.
Bei ihm brauchen wir eigentlich nichts. Ah, Shelby. Das ist schön. So, das war's schon. Steine brauchen wir auch nicht. Gut, dann ist eigentlich nur noch dieser Seeigel, aber da weiß ich noch nicht, ob ich den fange. Deswegen lasse ich das mal. Ich weiß nicht, jetzt hat Samstag der Bruno offen. Müssen wir mal schauen. Ah, gut. Er kommt. Dann passt ja. Ja, ich sollte ihn den Laden öffnen lassen, ne? Das wäre, glaube ich, besser. Hallo, lauf mal ein bisschen schneller. So. Und zwar Würmer. Das letzte Mal hatte ich 200 gekauft. Ich probiere das jetzt wirklich mit 1000. Das sind 4000 Münzis, dann passt es schon. Thunfisch habe ich da noch. 31 habe ich da. Wie viel nehmen wir denn? Ja, 169, ne? Nehmen wir da, dann haben wir 200. Dann holen wir uns nochmal noch Mehl. Da habe ich nur noch 4. Ja, passt. So, Kai lasse ich heute mal sein. Was haben wir hier? Olivenöl, alles klar. Dann schaue ich doch mal, ob er nicht Oliven noch hat. This is perfect. Schauen wir mal, ob wir den Kids vielleicht mal eine Schokolade schenken. Ich glaube, das lasse ich dann auch mal, dass ich das Zeug alles kaufe. So. Unsere Köchin, wie heißt sie jetzt halt, mit dem Kaffee, die hat ja zu, glaube ich. Von daher kann ich das jetzt nicht verkaufen. So. Meine Fischstäbchen sind... Ich bin wieder dran vorbei, oder? Ne, da sind sie. Nicht die Sardine, sondern Thunfisch. 200. Wunderbar. Dann können wir das nämlich verkaufen, dann habe ich wieder gut Geld. Das ist noch nicht fertig, ne? Kupferessenzen sind fertig. So, und ihr braucht noch wie lang? 5 Stunden. Okay. Dann lassen wir das einfach mal vor sich hin köcheln. Wohin läufst du? Ich muss jetzt mal schauen, ich bin mir nämlich nicht sicher. Warte mal, ich wollte auch mal bei denen noch reinschauen. Weil manchmal ist dann doch irgendwas Unerwartetes. I finally convinced Angus to have our ceremony in the woods. The Consciousness Center is a non-starter. And Town Hall would just feel too shotgun wedding for me. After everything we've been through together, we deserve to have a real big day. Yes. So. Verkaufe ich dir irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Ich bin froh, wenn ich das Zeug hab. Oh, er hat irgendwas. Er braucht Eier. Hast du keine Eier? Just the person I was hoping to see. Do you have milk and eggs to spare? Aren't those essential ingredients for bakers? Well, yes, but I wanted to make marmalade pudding for the rehearsal dinner, and it's best with fresh ingredients.
Mmm, marmalade pudding. Sounds British. Excuse you. It's a classic Scottish dessert. My gran taught me her own recipe. Help me out, and I'll make an extra pudding just for you. Oh, nice. Sechsmal Eier, einmal Milch. Na klar, kein Thema. I'll use store-bought ingredients if I have to, but... No need. Here. Genau. Fresh eggs and fresh milk! Ha! You're worth a true baker's dozen. Come by in a day and I'll show you what I've whipped up. Okay. Alles klar, aber ob das Zeug noch so frisch ist, ich weiß nicht. Kaufen kann ich ja bei dir zwar nur Kuchen, aber... Nee, es passt schon. Alles gut. If you win the election, will you move out of the ranch? Isn't it tradition for the mayor to live in the mayor's mansion? Yes, but the animals... Will come with me. We'll figure it out. Natürlich. Alle rein in das Bürgermeisterhaus. Okay, ich schau noch mal runter. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher. Ah, dir zu. Okay. Reingucken. Okay, das kann ich ihm geben gleich. Hey, great work. This is going on the top shelf. So, dann nochmal. 7 Tage noch. Das müssen wir noch machen. Irgendwas morgen. Okay, dann haben wir jetzt hier eigentlich gerade im Moment nichts zu machen. Sowas, okay. Kim hat auch zu. Parker hat noch nichts für uns. Ich bin mal gespannt, was mir der Mining-Bot rausholt aus der Mine alles. Ich hoffe viel. Gesehen habe ich ihn nicht. Ich war mal in der Mine, aber gesehen habe ich ihn nicht. Es könnte natürlich sein, dass der im ersten Stockwerk ist. Mich würde das nämlich echt mal interessieren. Ne? Ah ja. Tatsächlich. Schauen wir mal, was der hat. Er ist jetzt doch schon, glaube ich, 3 Tage oder sowas am Arbeiten. Ja. Lässt sich sehen, auf jeden Fall. Feinsand, Lehm hat es sogar. Einen Rubin. Cool. Dankeschön. Cool. Das ist natürlich nice. Dann würde ich sagen, warten wir mal noch ganz kurz ab, bis die Kessel leer sind. Ups. Die brauchen ja nicht mehr allzu lang, ne? Noch 4 Stunden. Ihr braucht noch 3 Stunden. Okay, alles klar. Dann warten wir einfach mal, bis die Kessel leer sind. So, ich habe jetzt die Geschwindigkeit einfach mal auf herausfordernd gestellt und dachte mir, jetzt gehen wir mal hinter in den Wald. Weil die Kessel, die können auch alleine vor sich hin köcheln, ohne dass ich daneben stehe. Und im Wald waren wir noch nicht. Und ich denke mal, dass da auf jeden Fall irgendwas zu finden ist. Hoffe ich zumindest. So, eine Alraune liegt da auf jeden Fall. Wie bist denn du da so schnell hergekommen? Die Mondblumen sind auf jeden Fall zum Pflücken jetzt dann. Da liegt nichts. Dann haben wir hier einen Pilz. Und da hinten liegt nichts. Und Shelby kommt gerade rausgewackelt. Wunderbar. Was hast du für mich heute? Eine Muschel? Nichts auf Lager? Oh. Holla. Er hat nichts? Das wundert mich jetzt. Ich habe ihn doch noch gar nicht leer gekauft. Na gut. Da hinten wird man jetzt wahrscheinlich nichts weiter sehen, oder? Nee. Zaubert muss ich auch nicht auffüllen. Ah, wenn ich drüber laufe, dann sehe ich's. Okay.
Okay, das ist dann da hinten wahrscheinlich auch so, ne? Oh, was kann ich da machen? Ich komme daher. Oh, warte mal. Dann muss ich auf jeden Fall mal hier umstellen. I'm not sure how to get through here yet. Warum nicht? Ich dachte, du kannst mit deinem Zauberstab. Autsch. Ich meine, wenn wir schon da sind, schaue ich natürlich, ob ich hier irgendwas vielleicht sammeln kann. Aber nee. Hier kann ich halt meine Magie auffüllen. Da ist nichts. Nee. Und zurück komme ich wahrscheinlich auch wieder über dieses Ding da vorne. Okay, hoffe ich. Ja. Gut. So, dann kann ich jetzt wieder schnell laufen lassen. Weil um 6 Uhr oder um 7 Uhr kommen die Mondblumen. Okay. Okay, dann sammeln wir mal die Blumen. Schwuppsdiwupps. So, und dann würde ich sagen, nutzen wir mal heute unseren Besen. Ja, zurück zum Haus. Und ich lande sogar direkt hier. Das ist cool. Jo. So, ich kümmere mich jetzt erst einmal hier rum. So. Wir brauchen diesen Trick-Kürbiskuchen. Wir haben alle Zutaten. Oh, da könnte man auch Knochenmehl wahrscheinlich nehmen. Ja. Und herstellen. So, und wie lange brauchst du? 8 Stunden. Naja, dann ist der am nächsten Tag quasi fertig. Einsammeln, da würde ich sagen, mache ich auch gleich wieder einen Glaskugeltrank. So, und da es ja dann ins Bett geht, würde ich sagen, machen wir hier Goldessenzen, weil da habe ich nämlich fast nichts mehr. Und die brauchen wir doch 12 Stunden. Wunderbar. So kürze ich das. Dann haben wir es eigentlich für heute, würde ich sagen. Also auf uns wartet jetzt auf jeden Fall diese Rache ist süß, wenn der Kuchen fertig ist beim nächsten Mal. Und wir müssen einmal bei Angus vorbei. Wegen dem Pudding. Jo, den würde ich gerne testen. Und die Wahl haben wir ja noch Tage übrig. Einige Tage. Gut, alles klar, Leute. Wenn euch der Part heute gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare da lassen. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.